Saturn, das kosmische Testzentrum ist das Thema dieses Videos. Viele von euch erleben im Moment, wie sehr wir geprüft werden. Saturn ist nun mal der kosmische Prüfer. Und dass so sehr die Rede ist von Tests, und Einschränkungen und Verboten und Kontrolle und eben auch von großen Testzentren. Das entspricht dem Geist des Saturns zutiefst, aber nicht nur. Ich möchte in diesem Video ganz besonders darauf hinweisen, dass die saturnische Kraft nicht eine Prüfung um ihrer selbst willen ist. Wir dürfen uns Saturn nicht wie einen Lehrer vorstellen, der einfach prüft, um den Schüler hier unter Druck zu setzen und ihm Bewertungen oder Noten zu verpassen. Nein, das ist nicht die Absicht der saturnischen kosmischen Energie, sondern diese Tests und diese Prüfungen erfolgen in Blickrichtung deiner und auch der kollektiven Individuation. Und Individuation, ein Begriff von C.G. Jung, heißt so viel wie Selbstwerdung. Ein ganz wichtiger Begriff, der über die Individualität noch hinausgeht. Hier geht es nämlich um die Entfaltung des individuellen Kerns, des innersten Wesens, das damit der gesellschaftlich zugänglich gemacht werden soll und dann auch kollektiv nutzbar umgesetzt werden könnte. Wir merken im Moment, wie stark wir in kollektive Prozesse eingebunden sind. Keiner von uns kann sich dem mehr entziehen. Die Planeten ab Jupiter und Saturn dann eben noch mehr als Jupiter, außerdem die drei sogenannten transsaturnischen Planeten, also jenseits von Saturn liegenden, Uranus, Neptun, Pluto, alle diese drei Planeten und Saturn beziehen sich ganz stark auf unser Verhältnis zum Kollektiv und auch auf Themen, die das Kollektiv selbst zur Individuation treiben möchte. Und Saturn blickt auch immer wieder in die Vergangenheit und löst Prüfungen aus, die mit vergangenen Themen zu tun haben, bezüglich des ganzen Volkes, aber auch bezüglich meiner eigenen Vergangenheit. Ich erlebe zurzeit so viele Menschen, auch mich selbst natürlich oder meine Freunde und Verwandten, die angetriggert sind durch die gesellschaftlichen Zustände, die in Ohnmachtszustände, in Angstzustände, auch in Wut geraten, in Resignation oder aber auch einen Durchhaltewillen haben, auch sehr sozial werden, anderen helfen. Auf jeden Fall, vieles wird angetriggert, das wir von früher her kennen. Wenn der Staat gewisse Einschränkungen setzt, wenn er uns sehr nahe kommt mit Vorschriften, dann erinnert uns das sehr häufig an unsere Kindheit. Ja, und noch mehr, Saturn ist auch der Herr oder die Herrin des Karma. Also hier werden im Moment auch karmische Erinnerungen getriggert, wo wir vielleicht eingesperrt waren, eingeengt waren, wo man uns vielleicht auch mit Druck oder sogar Zwang zu irgendetwas bringen wollte. Und das kann natürlich für heftige emotionale Reaktionen zu solchen Reaktionen führen. Und der Test besteht dann darin, wie gehe ich damit um? Also seid im Moment besonders aufmerksam und achtsam, wenn Gefühle hochkommen, verdrängt diese nicht, somatisiert diese möglichst wenig, soweit es geht. Somatisieren heißt also in den Körper sie bringen, als Krankheitssymptome ausagieren.
sondern versuchst, diese Gefühle offen da sein zu lassen, auszusprechen mit Leuten, denen ihr vertraut, viel darüber zu reden, was bei euch getriggert wird. Und dann kann dieser Test auch viel Wertvolles bei euch freisetzen. Denken wir daran, Saturn ist zweigesichtig. Er ist dem Gott Janus verwandt, der nach hinten und nach vorne blickt, der ein doppeltes Gesicht trägt. Von ihm ist der Name Januar abgeleitet, weil am Übergang zum Januar blicken wir nach hinten ins vergangene Jahr und auch ins neue Jahr nach vorne. Und diese Zweigesichtigkeit des Saturn zeigt uns, Saturn ist nicht nur einer, der Fehler der Vergangenheit aufzeigt und hier anmahnt, Verbesserungen zu bringen, sondern, obwohl wir das eher dem Jupiter und dem Uranus zuschreiben würden, auch Saturn hat eine Seite, die zukunftsorientiert ist. Seine Prüfungen finden ja deswegen statt oder seine Einengungen, Eingrenzungen, damit wir letztlich zu einer optimierten und besseren Lösung kommen können, damit die überflüssigen alten falschen Strukturen zerbröseln können. Saturn gilt bei den Römern auch als Herr oder Herrin des goldenen Zeitalters. Und lasst uns darauf vertrauen, dass die Schwierigkeiten, denen wir persönlich im Moment alle ausgesetzt sind, letztlich zu einem besseren gesellschaftlichen Umgang führen. Ja, vielleicht sogar im Idealfall zu einem goldenen Zeitalter, das vielleicht noch einige Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte braucht, das wissen wir nicht genau. Aber es könnte ja durchaus sein, dass wir gerade am Übergang zum Wassermann-Zeitalter stehen und da sollten dann Saturn und Uranus Hand in Hand gehen, da sie ja beide Herrscher im Zeichen Wassermann sind. Saturn, der Alte, Uranus, der Neue. Und das Alte und das Neue steht jetzt an Weihnachten in Spannung zueinander. Ihr wisst es wahrscheinlich, die meisten von euch, Saturn und Uranus verstärken bis zum Heiligabend ihre Spannung. Saturn, Quadrat, Uranus. Darum werden sich die Tests, die Prüfungen jetzt noch etwas verstärken und zuspitzen. Aber es gibt ein Hoffnungszeichen, nämlich der Mars wird in einigen Tagen ins Zeichen Schütze treten und damit die öffnende, entwicklungsorientierte Schütze-Energie stärken, die wir ja im Sonnenzeichen jetzt auch haben. Und er wird damit eine gewisse Erleichterung, eine offenere Diskussionskultur bereits mit sich bringen. Und Ende Dezember, am 29. Dezember, wird dann die Jupiter-Energie, die wesentlich freier, lösender, hoffnungsvoller, optimistischer sich anfühlt, durch den Eintritt von Jupiter nach Fische stattfinden. Damit wird der schwere, Härte, Enge der saturnischen Kraft, die wir im Moment oft recht anstrengend spüren, vielleicht sogar sehr dunkel und düster spüren, damit wird dann Ende Dezember dieser Dunkelheit ein ganz starkes Hoffnungslicht entgegengesetzt. Und wir können dann wesentlich optimistischer nach dem hoffentlich Bestehen dieser Tests ins neue Jahr gehen mit kosmischem Rückenwind von Jupiter in Fische, der dort in seinem eigenen
Zeichen steht. Jupiter ist der alte Herrscher in Fische, Neptun der neue. Und es wird dann im Laufe des Jahres 2022 auch eine Vereinigung von Jupiter und Neptun im Zeichen Fische geben. Damit ein großer Rückenwind für spirituelle Entfaltungen und tiefe Inneneinsichten und Innenschau. Ich hoffe, euch bei all der im Moment anstrengenden Zeitqualität ein wenig Mut gemacht zu haben, noch durchzuhalten und diese Einengung, diesen Druck, den wir immer wieder spüren, auch positiv zu sehen. Ein Diamant wird geschliffen durch hohen Druck, den er ausgesetzt ist. Und das ist die Funktion von Saturn, den Druck zu verstärken, bis der Diamant geschliffen ist und glänzen und leuchten kann. Alles Gute euch für die restliche Vorweihnachtszeit, wünscht Martin von Ad Astra. Tschüss.